Wir müssen zum Abschluss kommen. Okay. Wir kommen zu den. Das musikalische Quartett zeichnet sich dadurch aus, dass wir ganz bewährt nach Schulnotensystem bewerten. Das wird jetzt jeder einzelne von uns in einem kurzen Satz und einer abschließenden Schulnote machen. Wir werden den Durchschnitt ausrechnen und am Ende unsere große Tafel mit den endgültigen Ergebnissen präsentieren. Kali fängt an. Okay, ich muss das kurz zusammenfassen. 3 von 12 Songs, die dann auch noch nach geklauten Songwritern klingen, extrem angestrengt überproduziert, ist für mich nicht mehr wert als eine 4+. So, bei mir wird die Platte auf jeden Fall eine glatte 2 bekommen, wenn es nicht den Vorgänger gegeben hätte, Hot Fuzz. Und man muss den Band einfach an solchen Maßstäben messen, was sie vorausgebracht haben. Deswegen für mich Sam's Town eine 3-. Ich glaube, obwohl es Arschlöcher sind, dass, weil ich die Platte davor so mag, dass vielleicht bei der dritten Platte noch was geht. So ein bisschen wie mit den Strokes. Aber trotzdem, es gibt nicht mehr als eine 4-. Boah. Hätte ich nicht erwartet. Und jetzt bitte unser Stargast-Urteil. Ja, wie gesagt, ich muss das ja immer an dem Original messen. Also sagen wir an den, sag ich mal, den Klassikern der 80er Jahre. Und daran gemessen kann man eigentlich eine 4+ geben, wovon die Plus, sag ich mal, von den Schnurrbärten herrührt. Ansonsten würde ich sagen glatte 4, aber mit den Schnurrbärten zusammen kann man das vertreten. Eat this, Killers. Okay, 5,8 Punkte für die Killers. Das entspricht einer 4+. Aber wir sind das musikalische Quartett. Und das musikalische Quartett fällt harte Entscheidungen. Da kannst du Killers heißen, da kannst du Rolling Stones heißen. Scheißegal. Wir gehen weiter im Programm. Übrigens, alle Noten könnt ihr immer auf unserer Homepage abrufen, auf der Seite des musikalischen Quartetts. Jetzt geht's weiter mit Regina Spektor und Silvio.